Hallo ihr Lieben, einige hatten danach gefragt und heute ist es endlich soweit. Wir häkeln ein viereckiges Körbchen zusammen. Für den viereckigen Korb benötigen wir ein geeignetes Garn. Ich nehme wie auch in meinen vorherigen Videos die 5 mm Baumwollschnur von Bobini am liebsten. Natürlich könnt ihr auch ein anderes Garn verwenden, zum Beispiel Makramee-Garn oder Textilgarn. Wobei ich euch das Textilgarn für eure ersten Versuche, bei denen ihr sehr wahrscheinlich noch nicht so gleichmäßig häkelt, nicht unbedingt empfehlen kann, da der Stretchanteil hier sehr hoch ist und euer Korb dadurch wellig werden kann. Weiterhin benötigen wir eine geeignete Häkelnadel. Ich nehme jetzt hier die Nummer 9. Für den Anfang brauchen wir eine kleinere, da habe ich mir jetzt die 6 ausgesucht. Dann brauchen wir noch eine Schere und optional 4 Maschenmarkierer und eine Stopfnadel. Als erstes überlegt ihr euch, wie groß euer Korb werden soll. Mein Boden soll ungefähr 4 Reihen haben und der Korb soll ungefähr 6 Reihen hochgehäkelt werden. In dieser Maschenanzahl beginnt ihr, eine Luftmaschenkette zu häkeln. Also zuerst einmal für den Boden 4 Maschen und dann nochmal für die Höhe 6 Maschen. Und dann starten wir mit dem magischen Ring. Dafür legt ihr euch jetzt dieses Luftmaschenende vorne auf die Hand, führt den langen Faden einmal hier hinten rum. Hier oben überkreuzen sich die beiden. Dann geht ihr mit der Häkelnadel hier durch, holt den zweiten Faden hier durch. Jetzt habt ihr hier eine Schlaufe. Und da häkelt ihr den langen Faden durch und die Schlaufe ist fest. Um die Schlaufe ein bisschen kleiner zu machen, haltet ihr mit dem Zeigefinger den Faden hier hinten auf der Nadel fest und zieht am Ring, dann wird die Schlaufe ein bisschen kleiner. Jetzt häkeln wir 7 feste Maschen in den Ring. Und häkelt schön locker. Das ist unsere erste Masche. Die zweite. Nummer 3. 4, 5, 6 und die 7. Die Luftmaschenkette könnt ihr jetzt wieder auflösen. Das haben wir gemacht, damit unser Endstückfaden lang genug ist, wenn ihr mit dem unsichtbaren Übergang häkeln wollt. Wenn ihr das nicht machen wollt, wenn ihr einen anderen Abschluss schöner findet, dann braucht ihr den Endfaden nicht so lang lassen wie ich. Jetzt ziehen wir den Ring einmal zusammen. Insgesamt brauchen wir eigentlich 8 Maschen im Kreis. Wir haben jetzt 7 gehäkelt und mein Abschluss wird jetzt die 8. Masche sein. In der ersten Reihe mache ich den unsichtbaren Übergang noch nicht, weil es immer so ein bisschen schwierig ist, gerade am Anfang. Da mache ich das ein bisschen anders. Ich gehe in die erste Masche, die wir gehäkelt haben, von hinten mit der Häkelnadel hindurch und hole mir diese Schlaufe hier einmal durch. Die ziehe ich jetzt noch ein kleines bisschen größer. Und dann fädle ich einfach dieses Häkelstück einmal durch diese Schlaufe hindurch. Den Endfaden, müsst ihr mal gucken, welcher das ist. Den zieht ihr hier raus und legt den nach unten beiseite und zieht jetzt einfach diese Schlaufe fest. Und zwar so, dass diese Schlaufe hier unter dieser Masche verschwindet. So. Und das hier ist jetzt unsere 8. Masche. Die einzelnen Runden habe ich zum besseren Verständnis hier nochmal aufgeschrieben. Wir sind jetzt hier in der ersten Runde, die wir jetzt schon abgeschlossen haben. MR heißt Maschenring, M heißt Masche, FM heißt feste Masche und am Ende hier steht immer die Maschenanzahl, wie viel der Kreis oder dann das Viereck haben soll. Wir haben jetzt also in den Maschenring 7 feste Maschen gehäkelt und einen Abschluss gemacht und mit diesem Abschluss zusammen haben wir jetzt 8 Maschen fertig. In der zweiten Runde werden wir jetzt jede zweite Masche verdreifachen, sodass wir am Ende 16 Maschen haben werden. Wir beginnen
in der Masche, wo unser Endfaden rauskommt. Wir häkeln im Strickstil, das heißt, wir stechen immer unterhalb dieser Masche in diese zwei Fäden hinein und kommen am Ende immer zwischen diesen beiden Fäden raus. Außer jetzt am Anfang, da kommen wir halt daraus, wo der Endfaden drin steckt. Da gibt es nur einen Faden. Wenn euch das zu eng ist, dann nehmt gerne eine kleinere Häkelnadel. Jetzt nehmen wir uns den langen Faden. Der Endfaden wird hier so rechts zur Seite gelegt. Häkeln den hier einmal durch und häkeln unsere erste Masche. In diese Masche häkeln wir jetzt direkt drei Stück. Also zwei fehlen noch. Wir gehen also in die gleiche Masche hinein. Das ist die zweite. Gehen in die gleiche Masche. Und häkeln die dritte. In der nächsten Runde werden wir die mittlere Masche wieder verdreifachen. Damit ihr euch das vielleicht besser merken könnt, wo sich die Maschen nachher befinden, könnt ihr euch die markieren mit einem Maschenmarkierer. Also hier ist die erste, hier ist die zweite und hier ist die dritte. Und die mittlere wird nachher wieder verdreifacht. Am besten markiert ihr euch das auf dieser Seite, da kann man das relativ gut erkennen, welche davon jetzt die mittlere ist. Und dann geht es weiter. Als nächstes, wenn ihr hier jetzt nicht so genau den Übergang erkennt, also wo ihr jetzt als nächstes rein müsst, dann schaut auf der anderen Seite. Zwischen diesen zwei Beinchen müssen wir jetzt rauskommen. Ich nehme dafür auch mal eine kleinere Häkelnadel, weil es gerade in der ersten Masche hier immer so ein bisschen schwierig ist. Nachher die Reihen, die werden auf jeden Fall besser. Den langen Faden nehmen und eine Masche häkeln. Die nächste wird jetzt wieder verdreifacht. Nummer 1, dann in die gleiche Masche hinein. Nummer 2 und wieder in die gleiche. Nummer 3. Und am besten markiert ihr euch diese Masche wieder, die mittlere von den dreien. Wenn ihr keine Maschenmarkierer zur Hand habt, könnt ihr auch was anderes nehmen. Ihr könnt zum Beispiel einfach einen Bobbypin da durchziehen oder ihr zieht euch einfach einen Faden durch die Masche oder ihr nehmt eine Sicherheitsnadel. Die nächste Masche wird wieder einzeln gehäkelt. Und die nächste wieder verdreifacht. Eins. Zwei. Drei.
die nächste wieder einzeln. Und dann wieder drei. Eins. Zwei. Drei. Und jetzt kommt die letzte Masche, die wird einzeln gehäkelt. Nun kommen wir zu unserem unsichtbaren Übergang. Erstmal machen wir jetzt hier das Loch zu. Dafür ziehen wir am Endfaden einmal ordentlich kräftig, bis das Loch verschlossen ist. Und diese letzten beiden Maschen, die fädeln wir nicht mit dem langen Faden, sondern da häkeln wir uns den Endfaden hindurch. Dann geht ihr in die erste Masche mit eurer Häkelnadel von hinten nach vorne hindurch, holt euch den Faden durch das Ganze einmal um und geht jetzt durch diese beiden Maschen hindurch, wo euer Faden hier oben rauskommt. Und zieht den Faden hier nochmal durch. Und dann haben wir hier einen wunderbaren, unsichtbaren Übergang. Wenn ihr noch mal ein etwas ausführlicheres Video zum unsichtbaren Übergang möchtet, dann schaut euch gerne das mit dem runden Korb an. Da habe ich alles so ein bisschen langsamer erklärt. So, nun sind wir schon mit der zweiten Runde fertig. Wir haben jetzt 16 Maschen. Können wir einmal nachzählen, ob es stimmt. Das ist Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hier ist alles richtig. Und nun gehen wir in die dritte Reihe. Da wird jede vierte Masche verdreifacht und am Ende haben wir 24 Maschen. Wir verdreifachen also jetzt immer die Maschen, die wir uns vorher auch schon markiert haben. Wir beginnen wieder in dieser Masche, wo unser Endfaden rauskommt. Wir stichen also hier ein und kommen mit der Nadel so kurz unterhalb des Endfadens raus. Den Endfaden lassen wir hier so rechts entlang laufen und holen uns den langen Arbeitsfaden und häkeln eine feste Masche. Als nächstes haben wir nochmal eine Masche und dann kommt unsere Verdreifachung. In diese Masche häkeln wir jetzt wieder drei. Eins. Jetzt gehen wir hier wieder in die gleiche Masche hinein. Zwei. Und wieder in die gleiche Masche. Nummer drei. Und am besten markiert ihr euch diese Masche dann wieder für die nächste Runde. Die drei haben wir jetzt gemacht und die mittlere davon markiert ihr euch. Jetzt kommen wieder drei einfache Maschen und die vierte wird jetzt verdreifacht.
Die erste. Die zweite. Die dritte. Und die vierte wird jetzt verdreifacht. Wieder in die gleiche Masche einstechen. Und nochmal in die gleiche Masche. Dann haben wir wieder unsere drei Maschen gehäkelt und die mittlere markieren wir uns wieder für die nächste Runde. Wenn ihr nachher ein bisschen Übung habt, dann seht ihr auch, welche Masche das ist. Dann braucht ihr die Maschenmarkierer nicht mehr unbedingt. Aber für den Anfang würde ich es euch doch schon empfehlen. Jetzt häkeln wir wieder drei normale, also was heißt normal, drei einzelne Maschen in die nächsten drei Maschen. Und das ist jetzt hier wieder die vierte, wo wir wieder drei Maschen hineinhäkeln. Wieder drei einzelne. Jetzt habe ich vergessen, die zu markieren. Das machen wir jetzt noch mal schnell. Hier sind die drei, die hier rauskommen. Und davon die mittlere. Und jetzt müssen wir wieder hier verdreifachen. Die mittlere markieren wir uns wieder. Und jetzt kommt unsere letzte Masche. Das wird wieder eine einzelne. Und da häkeln wir wieder unseren unsichtbaren Übergang. Also lassen wir den langen Faden jetzt liegen und nehmen uns hier den Endfaden, wedeln den durch diese beiden Schlaufen hindurch. Gehen von hinten nach vorne durch unsere erste Masche, holen uns den Faden einmal durch, gehen wieder von hinten durch diese beiden hier hindurch, da wo unser Faden rauskommt, und fädeln den Endfaden einmal komplett durch. Achtet immer darauf, dass dieser schön fest ist, also zieht auch hier mal an dem. Und zieht ihn dann so, dass sich hier ein gleichmäßiges Maschenbild ergibt. Wenn ihr jetzt an dem Faden zieht, am Endfaden, wird diese Masche kleiner. Und wenn ihr jetzt an dem Arbeitsfaden zieht, dann wird diese Masche hier hinten noch ein bisschen fester. So sieht es dann alles gleichmäßig aus. Und jetzt könnt ihr erkennen, wie sich der Kreis schon zu einem Viereck entwickelt. Und so geht das Prinzip jetzt immer weiter. Jetzt gehen wir in die vierte Reihe. Da wird jede sechste Masche verdreifacht und wir haben am Ende 32 Maschen. Also hier werden es immer je Runde 8 Maschen mehr und hier geht es immer in Zweierschritten voran. Ihr beginnt wieder in der Masche, wo dieser Endfaden rauskommt. Den Endfaden rechts beiseite legen und den langen Arbeitsfaden einmal durchfädeln. Und eine feste Masche häkeln.
Wir häkeln jetzt hier wieder bis zu unserer Markierung, in jede Masche eine Masche und bei der Markierung wieder drei Stück. Jetzt kommt die markierte Masche. Hier werden wieder drei hineingehäkelt. Nummer 1 in die gleiche Masche. Nummer 2 und in die gleiche Masche. Nummer 3. Dann markiert ihr euch wieder die mittlere Masche für die nächste Runde. Der ist irgendwie blöd. Und dann häkelt ihr wieder einzelne Maschen in jede Masche bis zur nächsten Markierung. Hier wieder verdreifachen, wieder einzelne, wieder verdreifachen, dann wieder einzelne verdreifachen, bis wir uns hier wieder an der Ecke treffen. Ich denke, das schafft ihr bis dahin alleine. Ich habe jetzt die letzte Markierung verdreifacht und jetzt kommt noch in die letzte Masche eine feste Masche und dann ist die vierte Reihe fertig. Hier machen wir wieder den unsichtbaren Abschluss, also nehmen wir jetzt den Endfaden So, jetzt haben wir ein richtig schönes Viereck gehäkelt. Für mich reicht es so, der Korbboden ist für mich groß genug. Wenn ihr den noch etwas größer haben möchtet, geht ihr einfach nach dem Prinzip weiter. In der nächsten Runde wird jede achte Masche verdreifacht, dann jede zehnte und ihr habt in jeder Runde immer acht Maschen mehr. Das könnt ihr einfach so weiterführen. Wir häkeln den Korb jetzt weiter in die Höhe. Dafür dreht ihr euch das Ganze einmal um. Das hier ist die Unterseite vom Korb und wir beginnen wieder in dieser Masche, wo der Endfaden rauskommt. Und zwar stecht ihr hier in die Mitte dieses Gliedes ein und nehmt den querliegenden Faden da hinten auch mit. Den führen wir uns hier wieder rechts beiseite, holt den langen Arbeitsfaden und häkelt eine feste Masche. Wenn wir das nach diesem Prinzip machen, dann bekommen wir am Boden eine richtig schöne Kante, so wie jetzt hier. Wir brauchen jetzt nichts mehr verdoppeln oder verdreifachen oder sonst irgendwas, sondern es wird einfach in jede Masche eine Masche gehäkelt. Also hier, von hier reinstechen in die Mitte. Und in den Knoten dahinter. Wenn euch das jetzt hier wieder ein bisschen zu eng ist, dann nehmt in dieser Runde mal wieder eine kleinere Häkelnadel. Ich denke mal, das Prinzip werdet ihr bestimmt verstanden haben. Wir häkeln einfach die komplette Runde so rum, auch über die Ecke. Und ich mache es einfach mal ein bisschen schneller.
So, wir nähern uns hier dem Ende. Es fehlt jetzt hier noch eine Masche. Und dann sind wir schon wieder beim Übergang. Dafür holen wir uns wieder den Endfaden. Und machen den Übergang wie genauso wie in den Runden davor. Oder ihr macht es halt mit eurem Übergang, so wie ihr das für euch am liebsten mögt. Da hat ja jeder so seine Lieblingsvariante. So sieht das Ganze jetzt aus, noch relativ platt. Das könnt ihr jetzt hier so ein bisschen umbiegen. Und nun geht's weiter. Jetzt stecht ihr wieder in dieses V ein, wie wir das auch eben hier vorne schon gemacht haben. Wir beginnen immer in dieser Masche, wo der Endfaden rauskommt. Holt den langen Faden. Häkelt eine feste Masche. Und geht ins nächste V. Das macht ihr wieder den ganzen Korb herum, in jedes V eine Masche. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum Abschluss. So, ich bin hier wieder an der letzten Masche angekommen. Und mache den Abschluss wie gewohnt. Jetzt haben wir schon zwei Reihen in die Höhe gehäkelt. Insgesamt wollte ich gerne sechs haben, also häkel ich jetzt noch vier Reihen weiter. Und dann sehen wir uns für die Abschlusskante. Die sechste Reihe ist jetzt auch fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt kümmern wir uns gleich um die Abschlusskante. Und wundert euch nicht, wenn ihr die Reihen hochhäkelt. Immer wenn ihr diesen unsichtbaren Abschluss benutzt, wandert ihr eine Masche nach rechts. Das heißt, irgendwann kommt ihr um die Ecke herum. Das ist also ganz normal. Ich mache jetzt hier noch meine letzte Masche, wie gewohnt. Und dann häkel ich zum Abschluss noch eine Reihe Kettmaschen. Dafür beginne ich hier rechts. Hier kommt der Endfaden raus und rechts daneben steche ich ein in die Masche oben rein hier und hole mir den Endfaden. Gehe jetzt in die nächste Masche. Hole mir den Endfaden. Und ziehe diesen direkt durch.
in die nächste Masche, Endfaden holen und direkt durchziehen. Und so geht es die ganze Runde rum. Jetzt kommen wir hier in die letzte Masche. Hier ist die erste, hier ist unser Faden rausgekommen. In die Masche häkeln wir nicht nochmal rein. Wir schneiden den Faden jetzt ein kleines bisschen länger ab, damit wir ihn noch gut vernähen können. Ziehen den einmal hier komplett raus. Und wenn ihr habt, könnt ihr ihn auf eine Stopfnadel fädeln. Ansonsten müsst ihr das mit der Häkelnadel hier durchfummeln. So, hier ist die erste Masche, die hier rausgekommen ist. Da geht ihr jetzt von unten einmal durch. Und dann geht ihr hier in diese Masche zurück und gleichzeitig durch diese beiden Glieder hier hindurch und kommt dann hier so auf der Rückseite wieder raus. Jetzt sieht hier alles gleichmäßig aus und hier drinnen, könnt ihr einmal schauen, seht ihr, laufen immer zwei Fäden übereinander, außer jetzt hier bei unserem Anfang, da ist nur einer. Und deswegen nehmen wir jetzt unseren Endfaden und fädeln den hier noch einmal rum, so dass wir uns da jetzt auch zwei Fäden hinschummeln, einfach für die Optik, damit diese Masche hier auch nicht so nach unten fällt. So, jetzt haben wir hier auch zwei Fäden. Und dann wird der Faden einfach nur vernäht und der hier genauso. Jetzt haben wir ein richtig schönes viereckiges Körbchen fertiggestellt. Ich möchte diesen Korb als Schlüsselkorb verwenden, deswegen fädle ich mir da jetzt noch einen Schlüssel ran. Da habe ich mir mal so ein Set bestellt auf Amazon, das verlinke ich euch alles noch in der Infobox. Ich suche mir einfach einen Schlüssel, dann habe ich hier noch so einen winzigen Schlüsselring dafür mir bestellt, in der passenden Farbe. Und dann nehme ich einfach den Faden, den ich vorhin abgeschnitten habe, hatte ich noch ein bisschen was übrig, fädle mir den hier durch. Und dann ziehe ich mir den hier einfach nach rechts und links durch. Und wenn ich den Korb dann mal waschen muss, kann ich den Schlüssel einfach wieder rausfädeln mit dem Faden und kann ihn später einfach wieder einfädeln. So ihr Lieben, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch das gut rüberbringen und ihr habt es gut verstanden. Falls ihr noch irgendwelche Wünsche oder Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch Kritik ist willkommen, denn ohne Kritik wird man nicht besser. Wenn ihr Lust habt, abonniert gerne den Kanal und dann bis bald.